Moin Moin Leute, Tomlo hier und herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Heute stirbt uns niemand weg, hoffen wir zumindest. Und mir fällt gerade was auf. Tatsache. Das hätte man mir mal Ich glaube, das hat mir irgendjemand in die Kommentare geschrieben, dass man Erbstücke tauschen kann. Das machen wir später. Wir haben jetzt erstmal einen Dungeon zu klären und dann gucke ich mir das mal näher an. Ist mir nur gerade aufgefallen, dass da diese Option ist. Und stopp, wir gehen in die Meereshöhlen. Nehmen Gepäck mit. Ich habe meinen Zettel wieder gefunden, wo drauf steht, was man wo einsetzen muss. Und ich bleibe dabei, in den Meereshöhlen sind die Kräuter sinnvoll. Na, wobei. Machen wir mal so. Ja. Wir wollen vor allem für Loot da rein, das müsst ihr bedenken. Also unsere Leute werden ordentlich gestresst werden, werden vielleicht ein bisschen im Dunkeln rumirren müssen. Aber wir haben immerhin auch die Antiquarin dabei und das heißt, wir sind hier für Loot. Hoffen wir, dass sie überlebt. Dann kann sie uns vielleicht öfter... Ja, schon der erste Kampf. Und es fängt gut an. Ein Fischkadaver. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Naja, wealth beyond measure würde ich das jetzt nicht nennen, aber es geht. Machen wir mal so. Stehen wir das Ganze ein bisschen, da kommt auch schon der erste Kampf gleich. Ein paar einfache Banditen, ein paar Briganten. Die sollten kein allzu großes Problem für uns sein. Fangen wir mal da hinten an. Ja, ich weiß, du machst fast keinen Schaden. Wobei, sie könnte versuchen zu stunnen. Deswegen stunt nicht, das nimmt nur... Wow. Das senkt nur die Präzision ein bisschen. Nein, dann haust du lieber drauf. Habe ich schon mal erwähnt, dass diese Klasse relativ nutzlos ist. Komm schon. Ah, 1 HP. Verdammt. Ja, ja, hau du nur drauf. Confidence surges as the enemy crumbles. Eins ist weg, das ist gut. Ja, ja, schießt du nur, es wird euch nichts mehr nützen. Press this advantage. Give them no quarter. Sehr schön. Haben uns ein bisschen was kassiert, aber im Großen und Ganzen geht's doch. A trifling victory. Victory nonetheless. Ach ja, ich mag diesen Erzähler immer noch sehr gerne. Wir sollen 90% aller Räume erforschen. Da ist ein Raumkampf mit Schatz, der uns erwartet. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal hier runter. Dann gucken wir mal, ob wir da noch rein wollen. Loot. Ein wenig Gold. Noch mehr Gold. Und solange wir unsere Fackel noch haben, nutzen wir sie auch. Und wir dürfen sogar nochmal erkunden. Eine Kuriosität und ein Kampf. Nun gut. Glittering gold, trinkets and baubles. Quallen, wieder mal. Und ein Schamane. Ja, ja, stresst du nur. Versuch es ruhig. Und ihr stand bitte nicht. Ah, verdammt. Diese Quallen sind ganz schön nervtötend manchmal. Vor allem, wenn jemand ordentlich Blutungsschaden dadurch kriegt. Das ist gar nicht angenehm. Verdammt. Irgendwie läuft es nicht so gut momentan. Generell, so das Spiel allgemein läuft nicht so gut im Moment. Räumen wir einfach mal ein bisschen auf. Okay, die nächste Qualle wird gebufft. Die wird jetzt einmal wehtun und dann wird sie sterben. Nein, bitte nicht stunnen, bitte nicht. Mein Main Damage, die da stunnen. Verdammt nochmal, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bringt dieses Scheißvieh da hinten um.
Dankeschön. Oh, Love, was ist los mit dir? Konzentrier dich. Und das Vieh darf natürlich nochmal als erstes. Na, danke. Die nächste Blutung. Ich habe keine Bandage mehr. Gehen wir einen Schritt nach vorne. Sehr schön. Erhöhter Widerstand gegen Bewegen. Dafür etwas weniger Geschwindigkeit. Gebe ich das einfach mal ihr, damit. Wobei, gerade brauchen wir es nicht. Gerade nimmt es uns keinen unnötigen Platz weg. Aber gut. Auf, meine Freunde. Und natürlich spawnt in der Zwischenzeit eine Falle. Gut, Yolande. Zeig mal, was du kannst. Sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall gleich was essen. Also ich guck mal, ob bis zu dem Raum da oben was getriggert wird oder ob ich meine Leute einfach so mal füttern soll. Aber ich habe ein paar Leute, die haben mir doch eindeutig zu wenig Leben gerade. Das gefällt mir nicht. Also so gar nicht. In Radiance may we find victory. Sehr schön, gleich nochmal erfolgreich entschärft. Und eine Kiste. Dann, Silvi, du bist unser großer, starker Kreuzfahrer. Brech die mal auf, bitte. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. So. Dann wollen wir mal was essen. So. Okay. Rein da. Raumkampf mit Schatz. Gucken wir mal, was uns erwartet. Ein ertrunkener Diener, ein tiefster Wächter und nerventötende Kombination auf jeden Fall. Er muss schnell weg. So viel steht fest. Er wird sonst sehr, sehr wehtun. Und der kleine Drecksack ebenso. Ja, ja, ich weiß, was du mit meinen Leuten bisher schon so gemacht hast. Und natürlich überlebt er mit einem HP. Na, danke. Silvi, bitte mal die eifernde Anklage. Dankeschön. Okay. Er wird jetzt natürlich gebufft, aber besser er als er, wenn ich ehrlich bin. Und ich fokussiere mich jetzt mal ein bisschen auf den Schamanen. Sehr schön. Dankeschön. Das war gut. Das war weniger gut. Aber okay, da kann ich leider nicht viel machen. Ich versuche jetzt einfach mal die beiden zu debuffen. Das klappt nicht so ganz. Problem ist, dass die Fische immer noch nicht besonders viel für Blutung übrig haben. Dementsprechend lasst uns einfach mal draufkloppen. Das ist gerade gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Nein. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Er ist fast tot. Jetzt bring ihn bitte um. Dankeschön. Silvi, kannst du bitte dem Tiefseeturmler jetzt den Rest geben? Es ist wichtig für euch alle. Dankeschön. Okay. Loot. Loot. Lasst mich mal kurz gucken. Das Porträt, ist uns das Porträt so wichtig? Auf jeden Fall muss ich ein bisschen was essen. So. Ich glaube, das eine Porträt lassen wir hier, aber wir öffnen natürlich die Kiste. Hoffen, dass das deckbar ist. Ist es zumindest teilweise.
Und das Ding, den Anhänger des Gifthauchs, den gebe ich mal meiner Antiquarin und das Porträt lassen wir wieder hier. Okay, gut. Also es ist eigentlich nur die Frage, wie viele Kämpfe uns noch erwarten, ob wir hier heil durchkommen oder nicht. Wenn wir Glück haben, kommen wir durch. Wenn wir Pech haben, dann nicht. Dann müssen wir nochmal, müssen wir abbrechen. Weil auf noch einen Kampf möchte ich mich ungern einlassen. Was finden wir hier? Ein bisschen Gold. Und ihr habt Hunger. Okay. Das war das letzte bisschen Essen. Oh gut, wir erkunden. Und da ist ein Raumkampf. Okay, wir gehen auf jeden Fall bis zur Kuriosität und dann überlege ich es mir nochmal. Kommt auch darauf an, was das für eine Kuriosität ist. Eine Kiste. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Das ist gerade ein richtiges Dilemma. Wir haben zwei Leute, die fast tot sind. Unter anderem mein Tank, der ganz vorne steht. Wir haben nichts, womit wir heilen können. Ich buff die drei jetzt mit Weihwasser. Und wir gehen da rein. Das ist ein Fehler. Ich sehe es kommen. Okay, das Spiel gibt mir eine Chance. Sie sind überrascht. Das ist ein guter Anfang. Okay. Ich hätte gerne, dass wir erstmal die tiefste Tummler weghauen. Die sind am gefährlichsten. Sehr gut, einer ist weg. Silvi räumt hoffentlich gleich den anderen weg. Bitte, 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 bitte. Ja! Jawohl, okay, das ist gut. Das könnte was werden. Okay, das ist sehr gut. Bufft euch gegenseitig. Das könnt ihr gerne tun. Denn viel Schaden austeilen werdet ihr nicht. Ihr bringt höchstens nochmal einen an die Schwelle des Todes und dann ist es vorbei. Denn ihr werdet jetzt sterben. Und das lief nicht so ganz nach Plan. Aber gut. Nein, dann verfehlt ihr auch noch. Uncool. So. Gut. Bleibt noch ein Tiefseeschamane. Er wird jetzt als erstes dran sein wahrscheinlich. Ja. Wird noch ein bisschen stressen. Und Lauret kommt an die Stelle des Todes. Nein, der Tod erwartet dich nicht. Du wirst es überleben. Wir geben dir jetzt nämlich den Rest. Dankeschön. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay. Ist. Fischgötze. In der Nähe dieser heiligen Statue ist eine seltsame Präsenz zu spüren. Ist das Cthulhu? Oder sieht das nur ein bisschen so aus? Ich habe das dumpfe Gefühl, wenn wir jetzt an dieses Ding rangehen, wird ein Boss gespawnt. Nein, okay, ich bin einfach nur paranoid. Ich hatte das Ding, glaube ich, auch schon mal, aber ich bin halt gerade ein bisschen paranoid und ich glaube berechtigterweise, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen hier lang. Zweimal an der Spitze des Todes. Packs laden with loot are often low on supplies. So, Quest erfüllt. Hier gibt's nichts mehr, oder? Nein. Quest abgeschlossen, geht heim. Oh. Beinahe nochmal zwei Leute verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein hier. Labet ist vorbereitet, das ist gut. Jolland ist ruhig und unbeugsam. Und Orlobar ist ein Grübler geworden. Ordentlich gestresst. Oh, Leute, Leute, Leute. Dieses Spiel. Es ist so. They meet in secret, that none may know the horrifying depths of their inquiries. Oh, Leute, Leute, Leute. Es ist so. Bis jetzt, bis zu dieser Woche, sind mir zwei Leute gestorben.
Und einer davon bei einer bewussten Selbstmordmission, mehr oder weniger, mit Antiquarien, wo mir klar war, da wird jemand draufgehen. Und jetzt sterben mir zwei wichtige Leute weg. Und bei der dritten Mission in Folge gehen mir auch fast nochmal zwei Leute drauf. Das Spiel macht mich heute ein bisschen fertig, wenn ich ehrlich bin. Okay. Margas und Raulin sind wieder da. Orleba hat ein Level up. War ist geheilt und unsere Leute sind nicht mehr so gestresst. Gut, aber jetzt muss ich erstmal gezielt ein paar Leute entstressen und alle Accessoires ablegen. Silvi. Auf ins Bordell. Wobei, stopp, bevor ich irgendwas anderes mache, will ich jetzt. Wollte ich die Schmiede upgraden? Und nein, ich glaube, ich wollte die Skills upgraden. Die Gilde tatsächlich. Die war, glaube ich, erst online. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich wollte, glaube ich, beides verbessern, aber gut. Nein, gucken wir erstmal hier bei der Schmiede vorbei. Die Waffen- und die Rüstungsschmiede möchte ich gerne verbessern. Und dafür ein paar Wappen gegen. Ach, das, man kann das gar nicht direkt tauschen. Moment, das ist interessant. Nein, ich will natürlich keine Wappen eintauschen. Ich möchte Wappen eintauschen und nicht die anderen. Das scheint nur nicht so ganz das zu bringen, was ich mir erhofft habe. So. Wenn ich das mache, haben wir genug, um die Rüstungsschmiede zu kaufen. Sehe ich das richtig? Und ich krieg auch noch nur eins davon. Okay, das ist interessant. Okay, Rüstungsschmiede oder Waffenschmiede, das ist die Frage. Wenn man bedenkt, wie uns die Leute gerade wegsterben, möchte ich tatsächlich zuerst die Rüstung oder die. Naja, doch die Rüstung zuerst. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Ja, in der Tat, das tun wir. Und wenn ich mal so gucke. Können wir das Bordell eigentlich mal verbessern? Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht bislang. Strong drink, a game of chance and companionship. The rush of life. All manner of diversion and dalliance await those who cross the threshold with coin in hand. So. Erleuchtet will nur meditieren. Damit kann ich erst anfangen. So, entspannt euch. Okay. Krank ist keiner. Jetzt die große Frage. Was machen wir beim nächsten Einsatz? Wen schicken wir wohin? Ich bin tatsächlich verleitet, meine Leute hier nochmal zu skillen. Meine Elite. Und sie hier in den Dungeon zu schicken. Aber ehrlich gesagt würde ich sie. Na, wir haben ja tatsächlich noch eine mittlere Lehrlingsmission. Ich glaube, die werde ich als nächstes machen. Gucken wir mal, wen kann man denn da so schönes mitnehmen? Wir haben eindeutig zu wenig Heiler. Wir sollten mal bei der Kutsche gucken. Ein neuer Narr ist da. Sehr schön. Und ich glaube, ich werde ihm einen Namen geben. In Andenken. Nennen wir ihn. Wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn einfach Caduallon der Zweite. Hier, Caduallon der Zweite. Du bist jetzt bei uns. Du kommst mit. Du, he will be laughing still at the end. Du weißt nicht, wer der andere Caduallon war oder ist oder was auch immer, aber du bist jetzt Caduallon der Zweite. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir noch eine Vestalin gebrauchen könnten zum Heilen. Denn wir haben nur eine. Das ist zu wenig für meinen Geschmack. Können wir hier was sinnvoll upgraden? Nein, wir haben allgemein fast nichts gerade. Außer Büsten. Okay, schauen wir mal. Wen würde ich gerne zu dem lauten Propheten schicken? Tobsüchtiger Irrer, Unheilbringer, Vorbote der Apokalypse. Seine vor Widerfärtigkeit triefenden Predigten müssen verstummen. Beseitigt diesen Propheten. Margas. Joss. Boah. Und Phyton, glaube ich.
Das Team gefällt mir eigentlich recht gut. Ich glaube, ich tausche die beiden. Na, wobei. Magas hält nochmal mehr aus. Problem, sie sind eigentlich auf Meereshöhlen ausgelegt, die beiden. Das ist nicht so sinnvoll, die dahin zu schicken. Aber es sind die einzigen Tanks auf niedriger Stufe, die ich habe. Ich habe halt... Okay, Silvi habe ich noch, aber Silvi ist ein bisschen gestresst momentan. Er kann gerade nicht so ganz. Wir nehmen diese Jungs mit in die Ruinen. Kann ich vielleicht noch irgendjemanden... Könnten wir theoretisch Phyton da lassen? Durch Jörland austauschen. Der hat ein bisschen mehr Ahnung von Ruinen, wobei das nur weniger Stressschaden bedeutet. Ist nicht so interessant eigentlich. Nein, ich glaube, dieses Team ist ganz gut. Rüsten wir die Leute noch ein wenig aus. Stopp. Du kriegst das Damage ab vor allem. Wir haben so viele Items für den Aussätzigen. Das sind echt zu viele. Armreif des Glücks nehme ich gerne. Und das Ding. Kriegst erhöhten Schaden. Und erhöhte Chance auf Erkunden. Und der kriegt seine Boni gegen Scheusade. Ich weiß nicht, ob die hier drin sind. Ich vergesse immer, wo die aktiv sind. Aber ich denke, das Team ist ganz sinnvoll. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn wir die Leute losschicken. Und den lauten Propheten erledigen. Haut rein, bis morgen und ciao.